Ich ruhe in Gott. Oder sprich dir das, sprich dir das, sprich dir das, sprich dir das. Und dann Ruhe. Spüre diese Entspannung in Gott, mit Gott, diese Sanftheit. Dieser sichere Halt. Ich ruhe in Gott. Der Vater trägt mich so sicher. Ich bin darin so geborgen. Ich ruhe in Gott. Danke, Vater. Danke, danke, danke für diese Ruhe, für diese Stille, für diese Nähe, für diese sanfte Fülle, diese Zartheit. So liebevoll. Einfach so.
Heute ruhe ich in Gott. Und lasse ihn in mir und durch mich wirken. Du gibst dich hin und bist in deiner Funktion. Und lässt seine Gaben durch dich fließen. Du bist einfach nur Kanal für Gott. Du bist einfach nur Wirkung seiner Ruhe. Seiner Liebe. Seines Friedens. Ich sage einfach nur ja. Ja, ich will. Ja, da bin ich. Nutze mich, Vater. Nutze mich, wie du es brauchst, wie du es willst. Da stehe ich mit leeren Händen, offenen Armen, offenem Herzen, offenem, weiten, so ewigen Geist und bin bereit, bin da. Und stehe da in all der Ruhe, in all dem Segen. Und die Gaben Gottes, die Gaben unseres Vaters fließen durch mich, durch einen jeden. Christus will durch uns leuchten, will durch uns aufsteigen. Das Gewahrsein Gottes, der Geist Gottes. Das größte, tiefste, schönste Geschenk an dich selbst. Geliebtes Kind. Jetzt ruhe ich in Gott und lasse Gott in mir und durch mich wirken, während ich in Stille und in vollkommener Gewissheit in ihm ruhe.
vollkommener Gewissheit. Du bist dir deiner eigenen Auferstehung im Geiste gewahr. Und du willst das Leben, weil das das ewige Leben ist. Und das ist die Wahrheit. Und du bist der Weg. Du zeigst es auf. Und ich bitte darum, weil mir, der ich mit dir verbunden bin, eines Geistes bin, mir sonst etwas fehlen würde. Der Geist Gottes. Das, was wir sind, ist lückenlos, ist ganz, ist vollkommen, ist vollständig. Er ruft an mich. Hey, sei da, weil du bist. Ganz da, also sei ganz da, sei mit mir in diesem einen gegenwärtigen Augenblick. Das Jetzt, das reine Jetzt. Und darin, nur darin, dehne dich in die Ewigkeit aus, durch den Geist Gottes. In aller Ruhe, in aller Stille. Du spürst es, du erfährst es schon. Und damit einfach weiterzugehen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Wie hat er dich denn erschaffen? Das schau dir an. Wie kann er dich nur erschaffen haben? Das sei. Und nur das. Du begegnest dir so in der Liebe. Und Liebe führt immer zu Liebe. Liebe ist immer die Antwort. Kann es keine Bedrohung geben. Da klar zu sein. Unumwölkt. Der klare, reine Geist in mir. Der ewig weite Himmel. Unumwölkt. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin Gottes Sohn. Sprich das. Das ist das, was dich stärkt und nährt. Dich da wirklich hinzustellen, den
Boden unter sich zu spüren, diesen festen Halt, die Arme zu öffnen und sich zu sagen, ich bin, wie Gott mich schuf, ich bin Gottes Sohn. Ich bin seine Liebe in alle Ewigkeit. Ich bin vollkommen. Ich bin so willkommen. Fühle diesen Trost, diesen Schutz, diese Sicherheit. Wir sind so behütet, rundum. Das in Erfahrung zu bringen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin Gottes Sohn. Heute, jetzt. Lege ich alle krankhaften Illusionen meiner selbst weg. Diese seltsamen Gedanken, die nicht von Gott sind, die immer wieder Verwirrung stiften, Geschichten erzählen wollen, sich aufbauschen, Angst erzeugen, Unsicherheit erzeugen, Dunkelheit. Die Wolken, ne? Die da am Himmel aufziehen. Krankhafte Illusionen. Das ist nicht von Gott, das bleiben zu lassen. Ich sorge dafür, dass der Himmel in mir hell und klar ist und bleibt. Das ist meine Verantwortung. Ich bin Sohn Gottes. Ich bin Gottes Wille. Ich habe keine andere Funktion. Also möge ich keine andere Idee da hinein quetschen. Das ist die Illusion. Ich bemerke es. An meinem verwirrten Geist, an Unruhe, an Unzufriedenheit, an Sorgen, Kummer. Du weißt es schon. Da hat ja jeder so seine Ideen, ne? Das muss ich mir vergeben.
Und das ist so leicht, weil wir alle, wirklich alle Hilfe haben. Uns ist jetzt alle Hilfe gegeben. Wirklich, Kind, was träumst du da Unruhiges? Du bist so sicher. Ich spanne dich. Lass das gehen, was nicht von Gott ist. Lass es einfach ziehen. Dir wird nichts genommen. Nur Gott ist essentiell. Nur Gott hat Bedeutung. Und so auch ich, der Sohn, das Kind, der Christus. Und das gibt dir, gibt dir, gibt dir, gibt dir. Und verdamme dich nicht mehr, wenn du bemerkst, dass da doch wieder scheinbar irgendwas kommt, was nicht von Gott ist. Sondern zieh deine Kraft, deine Stärke, es jetzt sofort aufzulösen. Deine Macht, die dir von Gott genau hier und jetzt gegeben ist. Du gehst nur für die Liebe. Du gehst nur für die Liebe. Und für das Licht und für den Frieden. Und die Wolken verziehen sich. Heute lege ich alle krankhaften Illusionen meiner selbst weg und lasse mir von meinem Vater sagen, wer ich wirklich bin. Dann lass es dir jetzt sagen. Wer bin ich? Und das sage dir. Ich bin. Ich bin. Ich bin Gottes ewige Liebe. Ich bin Gottes Wille. Ich bin Gottes Wort. Das nimm an. Höre nur auf die Stimme für Gott.
lass es dir durch den Heiligen Geist zeigen oder auch durch Jesus, durch all deine Brüder. Sie sind alle da, um dir zu helfen. Und damit gehst du in Ruhe. Gott dich in aller Ruhe, in aller Liebe erschaffen hat. Also, wir gehen hin in Ruhe, in Frieden, in Dankbarkeit, in Freude, in Gewissheit, in Liebe. Im Vertrauen. So wie Gott will. Ich will, wie Gott will. Also danke Gott, danke Gott, danke Gott für diese Ruhe, für diese Stille, für diesen Segen. Und das geht. Jetzt gehst du los und segnest und bist dankbar. Du gibst einfach das weiter, was dir gegeben ist. Im Sinne des Vaters. Du lässt einfach weiter wirken. Du bist Wirkung Gottes. Du bist völlig durchlässig und lässt das Wort Gottes, diesen liebevollen Gedanken der Liebe und des Friedens durch dich durch. Danke, 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 danke. Danke Gott, danke Vater. Dem Heiligen Geist, der immer wieder der Brückenbauer ist, ne? Hier von den scheinbar verschiedenen Ebenen. Und danke, Jesus. Unserem heiligen Bruder. Und danke jedem Bruder, der dir begegnet, der mit dir ist. Erkenne, dass alle hier sind. Integrierst alles in den Geist Gottes. Weil alles, was du siehst und wahrnimmst, deine Welt. Und diese Welt badet jetzt im Geiste Gottes. Nimm diese Reinigung wahr, diese Läuterung. Das Annehmen der Sühne.
Amen. Ihr Engel, Engel Gottes, wir sehen uns heute Abend wieder, die einen ruhigen Tag, gell?